etwas späteren Heyday-Stream heute. Ich habe ja heute Mittag schon mal einen Heyday-Neustart gemacht. Wollte mal ein bisschen zeigen, wie man auch neu anfangen kann. Ja, und jetzt mache ich mit meinem Account eine Runde weiter und freue mich, wenn ihr zuschaut und Spaß habt. Ja, legen wir doch los, ne? So, ich habe wieder mal ordentlich Sojabohnen verkauft, ist klar. So, das sind aber nicht alle weg. So, guck mal, wir können bestimmt noch mehr reinsetzen. Wir haben bestimmt noch jede Menge da. Ja, komm, machen wir erstmal ein paar Sojabohnen noch rein. So, hier, zack, zack. Und dann inserieren wir mal die letzte hier. So, das haben wir schon mal gemacht. So, ich glaube, wir haben ein neues Schiff bekommen. Das ist noch 16 Stunden da. Das ist ganz übel hier mit dem Eis, ja. Den Kaffee, den kriegen wir relativ schnell durchgeklickt, behaupte ich mal, ja. Kaffee müsste man schnell durchgeklickt bekommen. Oh, die Spiegeleier haben wir aber auch, glaube ich. Ich glaube, das hatte ich vorher im Vorfeld schon gesehen. Nur das, ja, na gut, Kaffee ist kein Problem. Das geht ja ratzifatzi. Spiegeleier reichen auch. Wir haben 12. 8 brauchen wir. Also es ist kein Drama. So, aber das Eis, das Eis. So, ich habe es lange nicht mehr gespielt gehabt. Also heute meine ich damit jetzt, ja. So, und ich hatte aber Eis schon mal vorbereitet. Das haben wir zweimal Eis. Und ja, in 2 Stunden 33, das wird jetzt aber schwer eng. Ja, den Kaffee können wir auch gleich mal durchziehen. Wir haben mehr als genug, ja, mehr als genug weißen Zucker. Ja. Ja. Da haben wir sogar noch ein Spiegelei. Gut. Ich habe es ein bisschen vernachlässigt, weil ich ja, wie gesagt, den anderen Stream auch gemacht habe. Ja. Und guckt, unsere Scheune ist auch relativ voll. Da müssen wir auch schon wieder aufpassen, dass wir da nicht in die Gefahr laufen. So, das ist auf jeden Fall schon mal weg. Aber wir haben ja immer noch jede Menge Sojabohnen, die wir verticken können. Machen wir erstmal das hier. Die ganzen Sojabohnen weg. Ja, wie habe ich heute meinen Tag überhaupt verbracht? Nachdem ja die Ex-Prinzessin heute wieder weg ist und erst wieder am Montag zurückkommt, hatte ich ja mehr oder weniger sturmfreie Bude. Abgesehen davon, dass ich ein bisschen Rasen gemäht habe, was bei uns relativ schnell und zügig geht, weil der relativ klein ist, habe ich mir noch einen Film angeschaut, The Boss Level. Und ich muss sagen, der war erstaunlich gut. Also ich fand den richtig gut, den Film. Da muss man ein bisschen so ein Faible haben für Zeitreisen und tralala. Ja, also da geht es eigentlich nur wieder zurück mit der Zeit. Nicht nach vorne, sondern eher nach hinten. Aber der hat mir echt gut gefallen, der Film, muss ich sagen. Also war doch durchaus sehenswert. Ach guck mal, das geht ja bei mir relativ schnell. Ach, guck an, das ist ja sensationell. Ja. Also das ist eine sensationelle Belohnung. Ja. Das ist ja eigentlich genau das, was wir brauchten. Ja. Also das war jetzt mal eine richtig geile Belohnung. Ja. Jetzt können wir nämlich die Eis abhaken. Das hätte ich jetzt also auch nicht erwartet, dass wir das als Belohnung bekommen. Das ist krass. Also das ist natürlich super. So, und da haben wir auch gleich die eine Tasse noch fertig. Also ich meine, die ist ja schon. Das läuft ja schon, also in 2 Minuten 50 kann im Prinzip das Schiff weg. Ja, so, komm, hauen wir hier mal nochmal die Sojabohnen weg. Das ärgert sich gerade schon wieder, ja, dass uns die Scheune überläuft. Da muss man gleich mal gucken, was man davon alles verticken kann. Aber erstmal kümmern wir uns hier um Sojabohnenverkauf. Das muss ja unbedingt gemacht werden. Ja, die Ex-Prinzessin ist jetzt wieder bis Montag weg. Morgen bin ich aber, kann ich leider nicht streamen, weil ich zu meiner Tochter auf Geburtstag fahre und dann, naja, vorher kaum Zeit ist, weil es geht relativ früh los. Und ja, wenn ich zurückkomme, ihr wisst schon, habe ich dann
trinke ich dann doch vielleicht was. Aber ich fahre dann mit dem Bus oder mit dem Auto zurück. Mit dem Auto nicht, mit dem Bus oder mit dem Taxi zurück natürlich. Gottes Willen, mit dem Auto. Das macht man nicht, das ist ungeschickt, mit dem Auto zurückzufahren. So. Schön, dann haben wir die anderen auch noch da rein. Das nutzt man noch aus hier. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was wir noch verticken können, bevor wir in die Stadt gehen. So, 2 Minuten, die Zeit läuft. 1 Minute 24, dann können wir das Schiff schon wegschicken. Hier, da können wir, glaube ich, eh nichts machen, oder? Obwohl, wir haben eine ganze Menge. Guck mal da. Jetzt haben wir keine Äpfel, aber Sirup haben wir. Aber Äpfel können wir uns organisieren. Boah, guck mal, hier liegt so viel rum. Also, wir können nichts einsammeln. Das ist. Ja. Ich hasse das, wenn die Scheune, aber die ist schon mittlerweile so groß und alles, ja, dass ich sagen kann, ey, das kann nicht sein. Das kann echt nicht mehr sein. Wir brauchen auf jeden Fall mal von den Teilen wieder. Wir haben da nichts mehr von. Komm, müssen wir machen. Kommen wir nicht drum rum. Und hier können wir eigentlich auch schon. Komm, wir haben so viel. Wir haben jetzt 34 mal den weißen Zucker. Ja, kein Wunder, dass die Scheune voll ist, ne? Muss man auch so sagen. Dann nutzen wir die Nacht mal aus, um hier ordentlich. Ja, wir haben auch 81 hier Zuckerrohr oder sowas, jetzt noch 73. Da kann man auch mal über die Nacht schön hier das Sirup produzieren. Ja? Wir machen ja auch schon ein bisschen die Nachtvorbereitung, muss man ehrlich sagen. Ja. So. Haben wir schon wieder schön Sojabohne verkauft. Dann hauen wir die auch noch weg. Die Sojabohne. Ja, habt ihr gesehen, wer zugeguckt hat, hat man ja gesehen, dass wir relativ schnell die Levels durchgelaufen sind. Ich glaube, 7 war die interessanteste Level, weil dann wurde das die Zeitung freigeschaltet und auch der Laden, ja, und das war halt schon mal richtig cool. Das ging also sehr schnell. So, das bieten wir jetzt nochmal an, dann haben wir erstmal danach Ruhe. Komm, mal gucken, was es jetzt als nächstes gibt. Ja, die Dinger können wir gleich verticken, also das brauche ich alles nicht, ja. Ich gucke da nicht rein, ich habe eh keinen Platz in der Scheune gerade. So, da ist die Tasse Kaffee, die wir brauchten. So, Schiff Ahoi, mach's gut. Das war ein relativ schnelles Schiff. Wir haben immer noch 15 Stunden 58 Zeit, also das ist schon relativ zügig, ja. Da hab ich einen Rand auf meinen Tisch gemacht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Zumal das auch noch mein Tisch wird für die Zukunft. Ja, wenn er einen schönen Glasrand hat, ist es uncool. Das ist nämlich mein zukünftiger Esszimmertisch. Das war auch mein alter. Der steht jetzt seit 2018 hier unten, seit 2019 im Prinzip, hier unten in der Einliegerwohnung und jetzt wieder demnächst ja wieder gebraucht. Ja, so ist das Leben. Es ist manchmal ein bisschen verrückt. Aber wenn man an die Flutkatastrophe jetzt hier denkt und alles möglich, was da jetzt war, ist das mit der Trennung eigentlich Pillepalle. Da geht es auch bei mir nur ums Geld. Ja, was soll man sagen? Die Leute tun mir wahnsinnig leid. Aber dafür können sie sich auch nichts kaufen, wenn sie mir leid tun. Das ist leider auch so, ja. Ja, gut. Also, ihr könnt mal gucken, was ich auch selten mache. Also hier können wir natürlich für heute Nacht hier, oh, Chili haben wir wenig. Stimmt, Chili hat mal wenig. Müsste ich mal gucken, ob ich das irgendwo kaufen kann. Ja gut, da kommt es aber auch nicht mehr drauf an, ob ich jetzt noch 2 oder 3 habe. Oh, Max BSHD, danke für dein Follow. Thank you for following. So. Achso, wir können ja mal gucken, bevor wir wieder hier völlig planlos rumspielen. Wir brauchen also Erdbeeren. Da haben wir aber noch ein paar. Kirschsaft und, guck an, Sirup. Sirup, den wir heute Nacht provozieren, ist dann wieder gleich weg. So ein Mist. Ja, Kirschsaft, aber Kirschsaft. Ja, und das läuft schon gar nicht mehr hier. So, 12-mal Kirschsaft, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das wird ausreichen. Das wird einfach ausreichend sein. Aber bevor wir dann morgen nachproduzieren müssen, ja,
So, dann können wir auch gleich einen Kirschbaum setzen in neuen. Na, der ist ja jetzt weg. Noch nicht ganz weg. Jetzt ist er weg. So, komm, da machen wir einfach. Ich weiß nicht, alles andere müssten wir haben. 13 mal. Tomatensaft 12 mal. Karottensaft ist nicht so interessant. 11 mal. Ja, und der wird dann morgen natürlich auch bös leiden. Also werden wir über Nacht jetzt einfach hier Fett-Kirschsaft produzieren. Na, komm, machen wir gerade nochmal einen. Hauen wir nochmal ein paar Kirschen ab. Haben wir ja genug. Und dann haben wir auch garantiert morgen früh genügend Kirschen. So, hier sitzt mein Honig. Ja, das ist doof. Habe ich total vernachlässigt. Ist aber so, ja. Ich kann ja nicht rund um die Uhr spielen. Ja, machen wir hier einfach mal zack, zack. Machen wir einfach noch ein bisschen Honig. Was geht denn jetzt ab hier? Werd leider nächste Follower. Innerhalb kürzester Zeit 2 Follower. Na, vielen Dank dafür. Danke fürs Follow. Ja, unglaublich. Auf einmal. Hier, guck, kaum spielst du nachts. Kommen die ganzen Leute um die Ecke. Denen ist langweilig. Oder wir können nicht schlafen. Genauso wie ich. Schlaflos in, ja, am Arsch der Welt auf gut Deutsch. Bei mir ist es halt die situationsbedingt, dass ich nicht schlafen kann. Ich würde gerne mal wieder schlafen, so 8 Stunden am Stück, das wäre echt mal genial. Kann man, nichts kann man machen, siehst du? Einmal gucken wir mal. Ey, beweg dich! So Leute, wie geht's euch, wenn ihr so abends so spät noch reinschaut? Ich meine, ich bin Single, ne? Ich kann das machen, ich kann mir das erlauben. Ja, und sie ist nicht da. Das ist, hat durchaus was. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich kann es ja auch nicht schönreden, ne? Ich muss immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass er mithört. Ich hatte sie gesperrt, aber ich habe sie immer wieder entsperrt. Nicht, ja, ist ein bisschen gefährlich manchmal. Ich darf nicht ganz brutal lästern. Ja, teilen uns ja noch das Dach über den Kopf im Moment noch bis September. Wer es von mir noch nicht gehört hat, ich kann es nur wieder betonen. Leute, kein Haus mit einer weiteren Person. Kein Eigentum mit einer weiteren Person. Nein, das macht man nicht. Das ist Gaga, das geht irgendwann in die Hose. Glaubt mir's. So. Ja, nichts Gescheites gefunden, oder? Das ist ziemlich viel Platin. Er fehlt uns natürlich auch, gibt es auch selten, dass er das Eisen fehlt. Ne? Gut, juckt jetzt erstmal nicht. So eine Verzweiflung baue schon wieder Brote. Ne? So, jetzt haben wir gesagt, wir waren beim Schiff, gell? Wir waren beim Schiff. Ja, hier haben wir Sirup, ist in der Pipeline. Kirschsaft mit Pipeline und Erdbeeren müssten wir relativ viele noch haben. 47, aber ich werde natürlich heute Nacht beim Erdbeeren produzieren, weil die dauern ja auch nur 8 Stunden. Also das ist genau was für die Nacht. Aber sonst macht das keinen Sinn. Sonst kannst du die kaufen, wenn du sie zu kaufen bekommst. Das ist natürlich die andere Geschichte. Ja, da kriegen wir so zum Beispiel Kran, ja, aber nö. Ja, das sieht aber hier, da haben wir auch nichts. Ja, hier 10 Bolzen von 37, nicht besonders viel, 21, ja, super. Und 18 Klebeband, aber Klebeband kann ich, glaube ich, in der Community bekommen. Da haben wir kleine, ich glaube, da haben wir noch irgendwo Puffer, genauso wie von den Schindeln. Aber hier die Nägel und Schrauben sind immer ein bisschen rar, also insbesondere bei uns fehlen immer die Nägel. Nägel, ja. Das ist ganz schlimm bei uns. So, komm, wir gehen mal. Ach, guck mal, da kauft mir keiner ab. Ich wollte eh gucken, was ich zu viel habe. Also das, die Scheune ist ja relativ voll. Komm, was machen wir da? Das Einfachste ist, wir machen Kaffee. Kaffee ist das Einfachste, das dauert nicht lange.
Und da gehen zumindest mal hier die ganzen, geht da weiße Zucker runter. So, was uns dann natürlich fehlt, ist hier, aber wir haben vorgesorgt. Ja, wir haben immer ausreichend davon da. Kaffeebohnen sind ultra wichtig. Zumindest jetzt bei mir in der Level. Ja, das ist schon. Und die habe ich auch immer relativ viel. Das Problem ist, dass wir gleich sehen, okay, der geht der erste weg. Geld haben wir zum Glück ohne Ende. Also was heißt ohne Ende, aber wir haben Kohle. So, jetzt haben wir hier schon vier. Aber die Äxte gehen leider auch weg. Ja. Ich hatte mal sehr viele Äxte. Aber das bauen wir gleich wieder. Problem an der Sache ist, dass das relativ lange braucht, bis der Kaffee wieder da ist. Ja. Es sind immerhin ein ganzer Tag dauert das mit dem Kaffee. Ja. Einen ganzen Tag dauert das mit dem Kaffee und das ist schon ein bisschen ätzend. Ja. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen Kaffee. So, dann gehen wir mal. Kann ich hier am Rad drehen? Habe ich das heute schon gemacht? Die habe ich noch nicht gemacht. Dann drehen wir mal am Rad eine Runde. Jo, bleib einfach stehen. Hey, das gibt's doch gar nicht hier. Der dritte Follower in der kürzesten Zeit. XX Sophie XXX, danke fürs Follow. Ja, unglaublich. So Speed, so viele Leute noch aktiv hier. Wunderbar, freut mich sehr, macht mir richtig Spaß. Ihr dürft auch gerne im Chat was schreiben, dann erzähle ich euch auch irgendwas. So, komm, wir gucken mal, was wir für ein Derby machen können. Das verstehe ich gar nicht. Was muss ich hier machen? Warme Aufgabe. Ja, und dann habe ich einen Tag und 6 Stunden Zeit, um dieses Eis zu produzieren und dieses. Nee, das ist nichts für mich. 5 mal Himbeermuffin produzieren und einsammeln in 9 Stunden. Ja, die Situation ist beschissen, bleibt beschissen bis zum Abschluss. Ansonsten geht mir es ganz gut. Ja, so, komm, wir machen einfach Muffins. Wir machen einfach mal in 9 Stunden 5 Muffins. Oh, das wird knapp bis heute Abend, oder? Nein, das ist auch doof. Ah, komm, nee, wir fangen einfach Fische. Wir fangen einfach Fische. 21 Kilo bis Derbyende. Oh, Derbyende ist auch bei Zeit, also sprich, Derbyende ist eigentlich auch morgen in 11 Stunden. Ja, da kann ich auch nicht mehr viele Fische fangen. Das bringt jetzt auch nicht mehr viel, ne? Da kann ich aber auch hier in 9 Stunden, ja, 9 Stunden, boah, das geht aber, das 45 Minuten oder was dauern die? So lange will ich gar nicht mehr aufbleiben. Vielleicht muss ich noch was anderes produzieren. Ach komm, wir machen die blöde Au wir machen das. Es sind keine Aufgaben verfügbar, wie hieß. Es sind keine Aufgaben mehr verfügbar. Alter. Da kann ich hier lange rummachen. Na gut, okay, hat sich erledigt. Ich habe alle Aufgaben erledigt. Ja, und wie geht's dir? Was treibt dich um die Uhrzeit noch hierher? Komm, wir gucken nochmal hier rein, dass wir ein bisschen latschen können. Ja. Das nehme ich aber nicht mit. Schiffskistenfülle. Oh, weiß ich jetzt nicht. Braucht man nicht immer unbedingt, oder? Vor allen Dingen 24 Stunden. Das Schiff ist unterwegs. Kommt in 3. So, ach, das hätte ich auch gar nicht mitnehmen sollen. Das macht meine Scheune nur voll. Ah, dumm. Natürliche Bewegung. Hauptsache klicken, ne? Das ist schon wieder interessanter, die Tom-Karte. Ja, und die 71.000. Da sind wir auch schon fast durch. Was haben wir denn noch an Ziele? Ja, fütter 45 Schafe. Ganz gut, haha, danke. Ja, das ist schön. Das freut mich, wenn es jemandem gut geht. Ja, ich hoffe, dass es mir auch bald wieder richtig gut geht. Aber ich meine, heute ist schon ganz gut, weil sie nicht da ist und ich sturmfrei habe die nächsten 2 Tage. Montag kommt sie erst wieder. So, komm, dann machen wir einfach hier 45 Schafe, kriegen wir hin. Also die Lieferung mit dem Fisch. Ach, ich mag das nicht. Ja, die verarschen dich doch hier. Da kriegst du doch wieder kaum Kohle. Ja? Da gehen 4 von 5 Mützen weg. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, 11 von 14 Fischfilet, das brauche ich für andere Sachen. Es nervt so, es nervt so. Komm, wir gehen angeln. Das habe ich auch total vernachlässigt. Hat auch überhaupt nichts gebracht, dieses.
bin nur Level 20. Hast du irgendwelche Tipps, wenn man ein bisschen niedriges Level hat? Ja, klar habe ich Tipps. Wo hakt's? Das ist die erste Frage. Auf jeden Fall, du musst Freunde haben. Du brauchst Freunde, die dich unterstützen. Das ist mal das A und das O. Ohne Freunde wird das Ganze sehr langwierig. Ich habe heute Mittag übrigens einen Neustart gemacht. Also nicht mit meinem Account, sondern mit einem anderen Account. Wenn du das Video mal anguckst, da siehst du ein bisschen was. Aber der ist, glaube ich, erst Level 8 oder 9, keine Ahnung. Ja. Man muss sich jeden Scheiße bauen, sage ich jetzt mal. Da muss ich erstmal einsammeln. Das habe ich aber, glaube ich, produziert. Sehr schön. So, komm, ich habe keine Enten mehr. Nur wenn ich die jetzt da reinkloppe, das wird nie fertig. Ne? So, da habe ich morgen nur 3. Okay. Muss ich mit leben, ist so. Level 20, ich weiß gar nicht, was es da alles erst gibt. Ist alles schon so lange her. Also die Angel hast du, also hier diese, ja, Angeln kannst du ja wahrscheinlich schon. Das macht ja schon mal die Sache relativ entspannter. Also ich habe damals mich sehr geärgert über diesen Fischbereich, weil ich ihn auch nicht so richtig verstanden habe. Ja. Aber man kriegt hier relativ viel Diamanten. Das war schon mal eine gute Sache hier, dass man hier relativ viel Diamanten bekommt. Am Anfang hat mich das genervt, weil du hast, ja, es kostet alles viel Geld. Ja, gut, ich sollte mal vielleicht mit reinziehen. Ja, zack, 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 zack. So, es kostet hier alles viel Geld und man hat am Anfang extrem wenig Plätze, wo man angeln kann. Aber da man hier echt Diamanten bekommt und das auch nicht gerade wenig, ja, muss ich sagen, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, das zu bauen. Ich habe jetzt aber hier nichts mehr. Ich habe auch noch, wie gesagt, hier sind ja noch ganz viele Plätze, die ich nicht ausgebaut habe. Hier, das kommt halt, da muss halt 24 ja, Teile haben. Und dieses Land of Dead oder diese Landurkunde, ja, die, ja, ihr seht ja, 2 von 24, das ist leider traurige Wahrheit, ja. Manche sagen, kriegt man halt ziemlich oft, aber diese Landurkunden, da haben wir Probleme, genauso wie, nee, Angelbereich ab Level 7, hab nur die Schiffstelle. Schiff ist ganz wichtig, weil Schiff, da kriegst du halt unheimlich viel Experience Points. Und lass dir helfen, wenn du es nicht hinkriegst, lass dir helfen, dann kriegt wohl der dir hilft, die Sachen. Aber du kriegst trotzdem am Ende vom Tage das Schiff als, ja, angezählt, wenn du da beim Derby mitmachst, oder du kriegst aber auf jeden Fall auch die ganzen Experience-Punkte für die volle Lieferung. Ja? Also das lohnt sich. Ja? Was sich nicht lohnt, ist meiner Meinung nach der Käse hier. Das legst du einfach drauf. Das kann man eigentlich nur machen, finde ich, wenn es da so ein besonderes Ereignis gibt, dass du die doppelten Experience Points oder irgendwas bekommst. So, ah, das war die Tante Lizzie, die hier war. Schön. Tante Lizzie, bist du noch aktiv um die Uhrzeit? Ist ja krass. Ja, komm, ja, komm, mal gucken. Was sich auch lohnt, ist einfach den Leuten zu helfen. Ja, da kannst du jetzt schöne packen. Oh, das sieht aber auch traurig aus hier. So, wo braucht er denn Hilfe? Hier braucht er keine. Hier brauche ich auch keine. So, und auch nicht. Also hat er irgendwo eine Pflanze, die wiederbelebt haben möchte. Ja. So, und das kann man auch öfters mal machen. Das macht auch absolut Sinn. Wenn man da, jetzt suche ich wahrscheinlich ewig lang rum, dass sich das eben nicht lohnt. Da haben wir, die Kiste ist leider auch nichts gewesen. Na toll. Ach doch, hier braucht er Hilfe, dann war doch da was. So, die Stadt ist auch so ein Ding. Also die kommt ja bei dir erst später. Ne? Ja, habe ich natürlich nicht, kann ich nicht helfen, Mist. Ja, die Stadt kommt erst später. Da kannst du auch auf vieles verzichten. So, hier guckst du immer rein, ob du irgendwas findest, wie hier Bolzen. Bolzen.
Sofort kaufen, wenn man die kriegen kann. Ist natürlich, ist das schon weg wahrscheinlich, ja. Alles leider verkauft. Das ist was, was mich wahnsinnig nervt. Wahnsinnig nervt mich das. Mit den Schmelzöfen. Also, guck mal hier. Also Sojabohnen. Verkauf Sojabohnen. Das kann ich dir nur empfehlen. Da kriegst du Kohle. Sojabohnen gibt Kohle. Kann man verkaufen Sojabohnen. Ich verkaufe so viele Sojabohnen, das glaubt ihr gar nicht. Sojabohnenfachverkäufer. Das ist unglaublich, dass ich an Sojabohnen schon vertickt habe. Wenn das irgendwo in der Statistik stehen würde, das wäre ja Wahnsinn. Ja. Das siehst du, das macht mir hier Spaß, ne? Sojabohnen. Guck, ganzen Felder voller Sojabohnen. So. Hier Farmen auch wichtig. Wenn du hier schön so Sachen hinstellst und hast Kapazitäten frei, du kriegst ja hierfür Tools oder irgendwelche Bonus kommen ja ab und zu mal und manchmal kriegst du einen gescheiten Bonus. Oft aber auch leider nur Scheiße. So, also die Scheune wieder voll. Super. Ich hasse das. Aber bei 32 Waisenzucker ist das jetzt auch kein Thema, dass sie voll ist. Ja. So, also die Sojabohnen wegkloppen. Das sind auch bei mir mittlerweile kriegst du über 1000 Fass für eine Ladung. Also wenn ich die ganzen Körbe hier voll habe im Shop, dann habe ich auch 1000 Gold schon wieder. Das läppert sich einfach zusammen. Also über Nacht schön die Sachen pflanzen, die lange dauern. Immer eine gute Nachtvorbereitung machen, also viel, viel über Nacht machen, wenn man dann sowieso schläft oder sonst was. Ja. Ja. Ich muss jetzt hier echt. Das Eis läuft eh noch, aber das ist jetzt auch für die nächste Sache. Wir haben nicht viel Eis. Das kann ich schon durchziehen mit dem Eis, ja. Ich brauche das Eis, irgendwelche Leute wollen das Eis halt wieder haben. So. Und hier kann ich immer nur Kaffee, weil Kaffee bringt auch viel Kohle. Kaffee bringt extrem viel Kohle. Da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht reinzugucken. So, komm, wir gehen mal in die Stadt. Stadt. Stadt ist auch so ein Ding. Ja, Stadt ist auch so ein Ding. Da kriegt man Geschenke. Also man legt da eigentlich mehr oder weniger drauf, ist meine Meinung. Manchmal kriegst du auch coole Sachen, also kriegst meistens Äxte. Ja, also ja, Stadt. Ja. So, irgendwann kannst du in der Stadt diesen Zug hier bauen. Den kannst du irgendwo hinfahren, kannst Leute abholen. Ich habe den für teuer Geld gebraucht, ich habe ihn drei oder viermal benutzt, ich habe keinen Bock dazu. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Ja, das Geld würde ich mir auf jeden Fall, Zuggeld würde ich mir schenken. Ich habe den drei, viermal benutzt, mir ist es so blöde. Ja. Ein anderer wird sagen, nee, das ist wichtig, ich finde ihn doof, ich brauche das nicht, also ich mag den nicht. So, Stadt. So, guck mal, da habe ich die Hemden noch gebaut. Die kann sie dann jetzt hier endlich haben. So, wir können mal hier unsere Bertha füttern. Ich glaube, wir haben noch was. Dann gibt es auch wieder 25 Points. So, da liegen wieder Sachen rum, die man so einsammeln kann. Hier müsste irgendwo eine Truhe sein. Und ja, da ist er ja schon. Okay. Jetzt habe ich natürlich viel zu viele Schübe, ne? Das ist natürlich auch Käse. Wenn das Schiff 25% schneller kommt, das ist für den Arsch. Also da hab ich nichts davon, weil den kann ich direkt löschen. 25, wenn er schneller kommt, es nervt mich nur. Ich habe halt nicht so ein großes Lager, dass ich ein Schiff machen kann. Zack, 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 zack. Ne? Ist nicht. So, jetzt können wir hier mal diese Figuren einsortieren. Der geht ins Kino. Mehr Auto hatten wir ja auch nicht. Der geht in den Souvenirladen. Die fahren auch danach heim, weil die haben dann ihre dreimal fertig. Ja, der hat sogar nur zweimal. So, egal, Kino. Einfach einsortieren, bis es nicht mehr geht. Pension, da ist er 7 Stunden drin, also den sehe ich heute nicht mehr. Mal gucken, wo wir ein bisschen ein Gefühl haben, was man so hat. Ja, Kurbart. Ja. Imbiss ist sehr schnell, also Imbiss, die Tante kommt heute noch raus. Pension ist bis morgen. Da sind sie 7 Stunden drin. Ach, Lebensmittelgeschäft ist eigentlich auch immer gut. Ja. Ach ja, nochmal das Lebensmittelgeschäft. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht so viel da reinschicken. Kurbart. Imbiss geht schnell. So, die drei kriegen wir auch noch unter irgendwo Pension.
Am besten alles in die Pension über Nacht, weil. Ja, ist egal. Komm, Lebensmittelgeschäft. Dann geh auch in die Pension. So, jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an. Im Imbiss haben wir Leute. Was kriegen die? Jo, können wir also versorgen. Und die können wir auch versorgen. Imbiss ist abgeschlossen. So, was will der? 5 Himbeeren, 3-mal Fischfilet ist in Ordnung. Ja, Erdbeeren, naja, gut, Erdbeeren, die dauert halt sehr lange. So, und jetzt haben wir hier schon das erste Problem: Wir haben kein Chili mehr. Jetzt muss Chili kaufen. Ein Eis ist in Ordnung. Manchmal haben die aber völlig überzogene Forderungen, wo ich sage, ihr könnt mich mal, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Ja. Manchmal schmeiße ich die auch raus. Ja, 3-mal Apfelsaft ist schon. Ja, der Apfelsaft geht jetzt zur Neige. Ja. Ja, das meine ist sau groß und ich könnte ausrasten. Das sage ich dir. Also, das ist eins, wo ich wirklich an die Decke gehen könnte. Scheune und Silo, wenn der voll ist, dann könnte ich an die Decke gehen. Ja, das ist. Egal wie groß der ist, du wirst immer Mangel haben. Immer. Du hast immer Mangel. Egal wie groß. Du kannst sagen, nee, das ist unglaublich. So, jetzt haben wir hier. Oh, meine Erdbeeren geht zu Neige. Äpfel holen wir uns gleich, müssen wir uns merken. Mit 51 ist es nicht mehr so einfach, die Sachen zu merken. Ja. Also Äpfel holen. Am besten schreibt ihr mir das gleich nochmal, dass ich Äpfel holen muss. So, ja, und das sind die Sachen, ja, das hasse ich so ein bisschen. Aber gut, es lief eigentlich ganz gut. Wir haben in der Pension ist das Einzige, diese Pfannkuchen, die ich nie habe. Ja, ist aber schon ganz, also 200 Plätze ist ja eigentlich schon ganz gut für Level, was hast du gesagt? 20 ist das schon, glaube ich, ganz gut. Ja, das ist auch wichtig. Es nervt, das ist ein Nervfaktor. Für mich ist ein absoluter Nervfaktor. Ja, guck. Ja, hier, guck. Mal gucken. Jetzt haben wir hier Weizen angebaut. Und Weizen, das machen halt auch viele Leute, wegen dem Bonus, da hast du gesehen, da gibt es jetzt die Säge. Machen auch viele Leute, die nichts anderes machen, den ganzen Tag da sitzen und Weizen anbauen, Weizen verticken. Ja. Oh. Um dann möglichst viel zu farmen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht machen. So, jetzt machen die Kleinigkeiten hier nochmal hoch. Das dauert ja auch nur 5 Minuten. Ja, hier guck mal, die Scheune ist auf 950 und ist trotzdem fast voll. Ja, gut, ich habe jetzt hier 51 mal Speck. Alleine hier die Dinger, die du wirklich brauchst, Schrauben. So, das brauchst du ja. Jetzt guckst du mal hier rein. Du brauchst alleine, um die Scheunenkapazität zu erhöhen, 37 mal die Bolzen, 37 mal Bretter und 37 mal Klebeband. Summa summarum sind das 40 mal 320 Plätze, die du dafür brauchst. Die 9 kannst du wieder abziehen, dann weißt du, wie viel du brauchst. Ja, so hast aber parallel hast du aber auch noch den Silo. Da brauchst du auch 38, 38, ja, das musst du auch an Kapazität frei haben. Und dann willst du ja auch gelegentlich nochmal hier Land bauen. Ja? Dann hast du auch hier nochmal richtig viel. Also, wie gesagt, die Scheune ist immer voll bei mir. Immer. Und ich kann die noch so viel erweitern. Ich glaube, die wird am Ende auch noch voll sein. Ah, guck hier, die kleine Farm. Die sehe ich ja morgen. Naja, jetzt hier, guckt euch das mal an. Ja, Freunde. Also das ist jetzt kein Freund, ne, aber den habe ich hinzugefügt. Guckt dir doch mal an, wie das hier aussieht. Was das alleine. Na, ich mach mal kleiner. Allein, ich möchte nicht wissen, dass die ganzen blöden Traktoren gekostet haben. Guckt das mal, wie das aussieht. Level, wo war das? 261. Level 261. Leute, ich habe jetzt ewig lang gebraucht, um auf Level 53 zu kommen. 261. Nur 9 Klebebande, ja gut. Komm, mal gucken, was wir da machen können. Da fällt dir nichts mehr zu ein, ne? Also, ich möchte nicht wissen, was der ganze Scheiß hier kostet an Gold, ja? Ich habe ja auch einen Goldmangel, es ist nicht so, dass ich total reich bin, ja? Obwohl es viel klingt mit 233.000, das kannst du vergessen, das ist nichts, das ist. Ja, das ist echt krass, ja?
Man kann, glaube ich, nicht reingucken, wie groß die Scheune da ist. Ja, gut. Man kann das so machen. Ja, Scheune kann man nicht reingucken. Man kann nicht in die Scheune gucken, wie groß die ist. So, der fehlt auch nichts. Der hat ja alles. Ich gucke mal rein, ob er irgendwas für uns hat. Das ist auch immer wichtig, dass da die hinzufügst. Dass du einfach im Prinzip, wenn du hier reinguckst, ja, geh mal zurück. Das hat auch ganz viel bei mir schon geholfen, dass du hier einfach Leute, na gut, hauen wir erstmal die hier alle weg hier, zack, zack. Also, wie gesagt, Sojabohnen, mach das. Also, Sojabohnen läuft. So, jetzt habe ich hier ganz viele Freunde. Wenn ich hier alles durchklicke, da ist immer mal was dabei, was du brauchen kannst. Ja? Ich komme manchmal natürlich auch zu spät, aber so Erdbeeren kaufe ich jetzt, obwohl ich. Die dauern nämlich 8 Stunden. Ja, mein Diamanten, den brauchst du nicht. Ich kenne den King ganz gut. Ja, der verkauft die und kauft die dann wieder zurück, dass andere Leute Geld kriegen. Also der ist sehr unterstützend. Ja, so. Also hier kannst du dann immer gucken, die hast du dann. Wenn die dich gerade inserieren, dann bist du relativ schnell dabei und dann kann man dir auch, findest du hier auch mal was. Ja. Der Preis, ja, musst du halt bezahlen, ist halt so. Ja, aber das ist halt auch wichtig, dass du viele Leute da drin hast, wo du einfach auch mal zwischendurch einfach durchklicken kannst. Das mache ich zum Beispiel relativ oft. So, hier kannst du ja auch gucken. Also die Schindeln brauche ich nicht. Auch wenn ich die jetzt gerade fehlen, dann ist die Scheune gleich wieder voll. Ich weiß, dass wir genug in der Gemeinschaft haben. Gemeinschaft ist auch so eine Sache. Würde ich auch reingehen. Ja? Weil du kriegst dann hier doch ab und zu mal in der Gemeinschaft eigentlich was geschenkt. Also ich habe da immer Anfragen drin, natürlich hier aktive Bitte ist natürlich Nägel. Ja, komm, ich habe hier 10-mal Leni, brauche jetzt hier Marmelade, ich habe da 10 von, bitteschön, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die kann ich nicht geben, da habe ich selber zu wenig für Goldschatz 4 von 5. Goldschatz gibt mir immer mal was ab, also bitteschön dafür, danke. Ja. Juckt dich. So, komm, der kriegt auch was. So, das ist Gemeinschaft, da hilft man sich gegenseitig mal. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Natürlich, wenn ich um Nägel oder andere Sachen bitte, ist es immer ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen, ja, langwieriger. So, also das kriegt man dann halt auch nicht unbedingt. Und ich kann es nachvollziehen. Ja. Brot, kommen wir mal nochmal Brot. Dann geht auch der Weizen weg. So eine Nachtvorbereitung, wie sieht die aus? Da suche ich mir die Sachen raus, die am wenigsten habt ihr am längsten dauern. Ich mache mit Sicherheit hier keinen Karottenkuchen über Nacht, 51 Minuten, das ist was für Tag. Speckkuchen habe ich jetzt hier 8, das reicht in der Regel. Kürbiskuchen dauert 1 Stunde 42 mittlerweile. Das ist halt auch, wenn du hier drauf guckst auf den Ofen, ja, der ist jetzt komplett ausgebaut. Im ersten Schritt kriegst du halt 10% mehr Münzen auf Lieferung, wobei das immer noch ein Scheißbetrag ist. Hier kriegst du 10% Erfahrungspunkte mehr. Ja, auch das ist ein Scheißbetrag im Prinzip. Und das Einzige, was eigentlich da interessant ist, ist echt, dass die Sachen schneller produziert werden. Weil, wenn man jetzt mal hier guckt, was man so kriegt, du kriegst hier 385 Gold. Das rechnet sich nicht. Das Einzige, was sie rechnen, sind einfach echt die Experience Points. Und dann musst du gucken, manchmal gibt es diese Angebote hier, wo die Experience Points doppelt sind. Ja? Und wenn die doppelt sind, dann lohnt sich das. Dann macht man das, aber eigentlich nur dann. Ja? So, ich habe jetzt bestimmt einige Tassen. Oh, guck an, schon wieder der nächste Follower. Elroba MC14, danke fürs Follow. Hey, Leute. Was ist denn los? Das ist der vierte oder fünfte Follower jetzt schon. Nur heute Abend im Kurzstream hier. Ja. Ich bin ja völlig weg. So, Kaffee. Komm, wir verkaufen jetzt auch Kaffee. Wir müssen ja die Scheune auch ein bisschen leer kriegen. Was sollte ich kaufen? Ihr habt es euch gemerkt. Ich nicht. Ich habe es mir verdattelt. Was muss ich kaufen? Oder was muss ich mitbringen in die Stadt? Ja, so bin ich. 51, alles vergessen. Ich hab doch nicht nur 2000 Kaffee, ne? Ja, so, das brauche ich nicht. Das sind die Sachen, die man für die Stadterweiterung braucht. Die haue ich alle weg. Die brauche ich nicht. Die will ich nicht haben. Das geht mir auf den Keks. Das bringt einem nicht viel. Also, das ist meine Meinung nach, es bringt einem nicht viel. Das können andere Leute sagen, das bringt schon was. Mag sein, dass es später was bringt. Mir bringt es erstmal nichts. Und ich erkläre euch, warum mir das nichts bringt.
So, ja, das sind auch diese blöden Steine da weg. Das bringt mir vor allen Dingen erstmal Kohle. Und Kohle ist erstmal für mich wichtig. So, komm, wir gehen mal weiter gucken. Jetzt bringt mir nämlich nichts. Ich gehe gleich mit euch nochmal in die Stadt und zeige euch, warum das nichts bringt. Ich hau aber den Scheiß erstmal weg. Ja, so, das ist auch cool. Da gibt es ja hier mal richtig Asche für. Ja. Einen hebe ich mir immer auf und den Rest habe ich irgendwo gewonnen oder was, keine Ahnung. Ja, einen behalte ich mir. Ich würde die auch nicht herstellen, da gehen echte Diamanten drauf und echte Diamanten. Da macht man andere Sachen mit. Da erweitert man seine Gebäude, aber man macht mit den Diamanten, passt man gut drauf auf. Die Diamanten sind echt wichtig. Ja. Diamanten niemals ausgeben für irgendeinen Scheißdreck. Auch nicht für das, auch nicht hier für die Erweiterung. Das ist einfach zu teuer. Ja. Hier, 240 Diamanten, das macht man nicht. Ah, siehst du? Äpfel, siehst du? Siehst du? Da merkt sich wenigstens einer, aber guck an hier, das ist spitze. Müsste es öfters kommen, dann kann ich mein Hirn völlig ausschalten. Ach komm, wir nehmen jetzt ganz viele Äpfel mit. Dann wissen wir, wie viele Bäume morgen kaputt sind. So, das mit den Bäumen. So, sorry, wenn du jetzt auf meinen Account drauf gehst, ne, und machst hier die, belebst diese Bäume wieder, bekommst du ja so eine Kiste oder so eine Überraschungskiste. Das macht auch Sinn. Ja, können wir mal gucken, ob ich eine Überraschungskiste habe. So, hier, jetzt werden wir gerade keinen Bonus kriegen, behaupte ich jetzt mal. Ach, komm, mal hier nochmal zwei. Das geht ja in 2 Minuten, das ist ja ratzifatzi. Da müssen wir schon wieder irgendeinen Bonus bekommen. Also, dieses Farmen macht durchaus Sinn. Also, man kann ja hier, man kriegt ja, wenn man Leuten hilft, bekommt man ja hier so Teile. So, und dann kannst du hier gucken. Ich möchte ein kleines Überraschungspaket haben. Ich bestelle das jetzt einfach mal. So, es war früher mal im Stream mit drin. Ach, guck an, der Notnolz. Hi, hi, Servus. Warst du auch schon ewig nicht mehr da? Was treibt dich hier vorbei? Mein prominentester Twitcher, den ich kenne. Notnolz, Notnolz. Schön, dass du mal wieder da bist. Wie geht's dir denn so? So, jetzt haben wir hier dieses Paket bekommen und da ist jetzt in der Tat erstmal nur Scheißdreck drin, also dafür kann ich mir nichts kaufen. Manchmal sind da auch coole Sachen drin. So, jetzt haben wir Äpfel geholt, ne? Jetzt wollten wir in die Stadt gehen, glaube ich, da war was. Notfalls hat sich eine schöne Frau für mich. Bin ja wieder Single und bin ja wieder auf der Suche. Siehst du, und Pfannkuchen müssen wir noch bauen. Wo waren denn die Äpfel denn hier? Ja, hier waren die Äpfel. So, die ist auch erledigt, siehst du. So. Ich brauche mal irgendwie noch so einen blöden Pfannkuchen. Wir backen noch einen Pfannkuchen. Komm. Aber du kennst ja bestimmt nur wieder Leute, die hinten irgendwo am Arsch der Welt wohnen, ne? So, guck mal hier nochmal schön Kohle abgezogen. Toll. Verbindung verloren. Hängen die schon wieder da? Ne, die hängen, die tun noch was. Also, da sollte man natürlich auch gucken. Viermal Erdbeermarmelade, 5. Oh, das geht alles böse im Bach runter. Oh, und die dauert auch zum Glück nicht so lange, so die Marmelade, ne? Das ist zweimal. Super. So, jetzt muss man jetzt. Das Blöde ist, eigentlich dauert das ja schon recht lang, deswegen mache ich hier, würde ich jetzt eigentlich hier nicht unbedingt erweitern. Weil mit 7 Stunden oder was, wo das ungefähr dauert, ja, macht eine Erweiterung wenig Sinn, finde ich. Aber manchmal macht das auch Sinn. Oh, guck mal hier, der x-te Follower.
JXTL Leon, danke fürs Follow. Hey Leute, das ist ja der x-te Follower jetzt hier. Also bestimmt schon der fünfte, oder? Ich mache jetzt nur noch abends Streams. So hast du es auch gemacht. Hi, Servus. Notmals, du hast bestimmt auch immer abends die Streams gemacht, oder? So, dass du viele Follower hast. Du hast ja unendlich viele. So ein Bonus. Ist ein Bonus, aber leider nicht so ein schöner Bonus, weil den habe ich schon tausendmal. Aber man soll ja sich nicht beschweren, wenn man einen Bonus bekommt. Ne? Okay, dann beschweren wir uns auch einfach nicht. So, was machen wir jetzt hier? Ich kann nicht noch ein paar, ich kann nicht noch mehr Weizen machen, das geht einfach nicht. Das andere ist alles zu. Ja, ich müsste. Also auf jeden Fall muss ich heute Nacht Tomaten machen. Und ich muss Erdbeeren machen, weil die dauern 8 Stunden. 8 Stunden dauern die Erdbeeren. Könnt ihr euch das vorstellen? 8 Stunden Erdbeeren. 8 Stunden Erdbeeren. Was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, sind Sojabohnen. Moin, Kunki, mein alter Schulkollege. Timotheus. Wer ist dein alter Schulkollege? Ich oder was? Dann verrat mir, wer du bist. Sag mir, wo ich jetzt peinlich aufgefallen bin. Das jetzt. Ich hier Leute sehe, ich mache das hier inkognito eigentlich. Ja, ah, stimmt. Ja, gut, dass du das schreibst, weil das sind so Sachen, die sehe ich nämlich gar nicht. Da bin ich irgendwie so ein Blindfisch. Ja, ich gucke gleich rein. Warte, das einen mache ich noch und dann gucke ich natürlich hier rein. So, Freundebuch. So, aber jetzt. Da bin ich ja zufrieden. Ja. Nicht, dass mich hier einer kennt von immer Leuten. Das wäre ja ganz peinlich. Die denken ja, ich bin seriös hier. Also meine Bekannten denken ja, ich würde hier seriös arbeiten gehen und würde hier. Na, die wissen nicht, dass ich hier stream. Und dass ich so Spiele spiele, das wissen die auch nicht. Wäre noch schlimmer. Ach, guck mal, wir machen hier gar nichts. Das ist doof. Aber wir könnten ja eigentlich mal Kissen machen, weil die dauern 3 Stunden. Das ist genau das Richtige für bis morgen. Ja, und schon sind die Entenfedern nämlich weg. Ja, das sind wir schon mal bei 6 Stunden. Wann bin ich wach? Um 7. Habe ich 10? 11? Da kommen ja auch die weg. Wir haben sehr viel Wolle. Unsere Scheune quillt wieder über. Das ist unser Problem. So, hier kommen wir auch was. Ach so, wir wollten Pfannkuchen machen. Ist mir entfallen, sorry. Ja, wir müssen uns später was anderes bauen, was länger dauert. 7, 6 Mal Burger. Wir haben nämlich sehr viel Speck übrig. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo Chili herkriegen. Wir haben nämlich kein Chili mehr. Das ist so mal Dreck. Das ist voll der Dreck, dass wir kein Chili mehr haben. Chili. Jo. Jetzt laufe ich erstmal hier alle durch, die ich kenne. Und gucke, ob irgendjemand Chili hat. Ja. Brauche ich auch nicht. So, und dann muss ich vor allem mal in den Kühlschrank laufen und Nachschub holen. Ja, das Duschen hat auch nichts gebracht. Ich schwitze gerade schon wieder. Sonst was. Ey, ist unglaublich. Dabei ist es hier gar nicht mal so warm. An der Ostsee ist wärmer als bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Ey, alter Vater, hier ist war überhaupt nicht schön heute. Sind so viele Leute aus der Ostsee, oder? Hamburg, die Gegend. Kommt hier jemand aus dem Rhein-Main-Gebiet? Nö, ne? Die meisten dürften doch hier Schleswig-Holstein kommen. Oder Hamburg, da die Gegend. Ja. Ja, da war Chili, ja, das war von Dori. Ach so, was ich auch ab und zu mal mache, ist
Ja, wenn ich das sehe, da hat einer irgendwas, kaufe ich hier einfach mal Karottensaft. Und verkaufen selber für dasselbe Geld. Da freuen sich manche Leute dann, wenn sie dann merken, dass man was kauft. Also gerade wenn sie aus dem eigenen, auf der eigenen Gemeinschaft sind, ja, dann freuen sie sich, wenn man sowas macht. Weil ich verkaufe hier relativ viel und krieg's halt auch relativ schnell los. Also wenn ich den Karottensaft jetzt hier reinschlage, da verliere ich vom Geld her nichts. So, hau da noch ein bisschen irgendwas anderes rein. Ihr wisst auch was. Sojabohnen, ja, dann sind die auch meistens dann mit weg oder so. Also da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, so helfe ich manchmal den Leuten auch. Ja, Niedersachsen, genau. Also hier echt hier unten vom Rhein-Main-Gebiet sind hier die wenigsten. Ganz viele aus Hamburg, Schleswig-Holstein, da die Gegend. So, Exe brauchen wir nicht. Chili brauche ich. Ah, da ist Chili, da ist Chili. Das macht auch keinen Sinn, das jetzt irgendwie groß selbst anzupflanzen, weil, guck mal nochmal eben rein, Chili kostet irgendwie 300 und ein paar zerquetschte, ja. Das mache ich mit mit meinen Sojabohnen, da kriege ich 108 für. Die sind aber in 20 Minuten fertig, ja. Die sind in 20 Minuten fertig. Natürlich mache ich heute nach, aber mal ehrlich, was kriege ich denn jetzt? Na gut, das sind ja dabei. Was kriege ich denn aus meinen 10 hin? Da kriege ich 20. Also ich brauche auf jeden Fall noch mehr Chili-Bohnen. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. So, ja, und die Sträuße, die werden, kann man auch sehr schwer verkaufen. Das ist zum Beispiel ein Ding, gerade jetzt, wenn du dann die Frage hast, ob du diesen Blumenladen da bauen willst. Das war für mich eines der größten Verlustgeschäfte. Ja, das war wirklich eines der größten Verlustgeschäfte. Man verkauft ihn, finde ich, nur ganz schlecht. In den letzten Tagen ging es ein bisschen besser, aber im Prinzip ganz, ganz. Also das Ding war für mich ein totaler Verlust. Das hat mich auch total enttäuscht. Zumindest jetzt noch, weil ich nur das eine machen kann. Ja, also am Anfang hast du das gar nicht verkauft, in letzter Zeit geht es ein bisschen, also reich wirst du damit nicht, also die Kohle hole ich wohl gefühlt erstmal nicht auf. Ja. So, haben wir noch irgendwas, was wir verticken können? Müssen ja ein bisschen mehr verticken. Was haben wir? Obwohl, jetzt sind wir ja mit der Schuldenkapazität wieder mal so bei 884, das geht ja mal wieder, aber das ist auch weg, guck. So, jetzt habe ich dem einen Gefallen getan, ist weg. So, und hier die Nacht, ja, guck mal, hier läuft gar nichts in der Nacht, das ist natürlich beschissen. Ja. Also, das muss man natürlich auch ordentlich vorbereiten. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal für die Nacht, weil ich habe, glaube ich, noch 10 mal Sahne. So, für die Nacht mache ich jetzt einfach mal 1, 2 mal 3 Ziegenkäse. Und Käse habe ich, ach, 11, dann machen wir hier mal, ja, dann ziehen wir das hier einfach durch mit Ziegenkäse. So, das ist jetzt die Nachtvorbereitung. Läuft. So. Auch hier nachts, was macht man nachts? Die Sachen, die am längsten dauern. Aber wir haben hier relativ vieles schon. Die Torte mache ich trotzdem morgen. Ja, viermal Schokotorte. Schokotorte, ja, die geht aber auch noch fünfmal. Komm, wir machen mal eine Honig-Apfeltorte, obwohl ich sie schon lange nicht mehr gebraucht habe. Oder hauen wir die hinten dran und dann ist die Nacht auch sozusagen erledigt. So. Das ist zum Beispiel was oft in der Stadt gebraucht wird und wo man auch, guck mal damit, da stehen wir auch scheiße da. Also holen wir mal hier ein paar Eier und bauen das für heute Nacht, bauen wir einfach hier diese, dass wir da einfach morgen genug von haben. Da haben wir noch 3, 9, also mal hier einmal, zweimal, dreimal und den Rest bauen wir hier, zack. Immer noch nein, wir haben kein Ei mehr. Okay, gut. Jetzt haben wir schon gesehen, das sind die Ziegen, die schlafen auch schon die ganze Zeit rum. Das ist natürlich dämlich. Sind noch nicht fertig? Ach, die wollen was zu fressen haben. Okay, so. So, ich glaube, wir haben hier noch Ziegenfutter liegen. Ja, so, jetzt sind die Ziegen gleich wahrscheinlich erstmal. Ja, befriedigt sozusagen.
Hat jemand den Film Boss Level schon geguckt? Hab ich schon echt angeguckt, fand ich cool. Boss Level, fand ich richtig gut. So, hier ist doch irgendwo ein Huhn drin, versteckt, guck. So, kommen wir mal ganz schnell mal. Wir haben nur zwei Stück. Das heißt, das ist in ein paar Minuten ist das Hühnerfutter fertig. So, die schlafen auch alle. Ja, da haben wir irgendwie ein bisschen gepennt, ne? Würde ich sagen. Gut, ich habe das jetzt nicht alles so im Blick gehabt heute Abend, muss ich zugeben, weil ich habe mich da heute Mittag mit dem Neustart beschäftigt. Und da hatte ich auch irgendwie keine Lust gehabt, noch weiterzuspielen mit meinem Account. So, jetzt haben wir natürlich die Situation, oh doch, wir haben immerhin mal zumindest mal neuen Schaffutter. Das ist schon mal besser als gar nichts. Können wir die Schäfchen erstmal füttern. So. Wir können mal gucken, ob wir irgendwas finden. Chili wäre ganz gut, aber noch besser wäre natürlich irgendwelche Sachen für Silo oder für die Scheune. So, das braucht man später auf jeden Fall einmal, nämlich dann, wenn man die Verbindung zur Stadt herstellen will. Also, wenn man jetzt hier in die Stadt geht und da kommt man ja früher oder später kommt man in die Stadt und da braucht man hier zu diesem Buch, ja, wo man dann die ganzen vielen Puzzleteile hat. Ich hatte die Bertha halt erst fertig, weil das war da vorgegeben, dass ich es das fertig habe, ja. Oder kriegst du irgendwelche Puzzleteile, naja, und man sammelt die halt mit der Zeit. Und ja, ihr seht, mir fehlen gefühlt noch 4000 Puzzleteile. Also bis das fertig ist, habe ich mehr als ein Bad, ja. So, und immer muss man diese Verbindung hier herstellen, dass man hier einmal durchkommt. Deswegen ist so eine Landkarte mal ganz nützlich. Ja, man braucht ja auch hier Karten. Ach so, ich wollte auch erklären, warum ich keinen Bock habe auf diese ganzen Karten. So, wenn ich dieses hier erweitern möchte, ja, dann brauche ich zum Beispiel, also das macht Sinn, die Plätze zu erweitern macht definitiv Sinn. Ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte 5% mehr Gold haben, dann brauche ich für die Aktion 7 Bretter, 7 Schrauben und 7-mal diesen blöden Farbeimer. Der Farbeimer ist nicht das Problem, die kriegt man nachgeschmissen, aber die Dinger, also Bretter und Schrauben würde ich niemals nie opfern für die Stadt. Da ganz klar, Silo und Scheune haben bei mir absoluten Vorrang. Egal, die ist immer zu klein, ich brauche das, ja. So, es gibt auch Gebäude, wie zum Beispiel hier das. Wenn man das erweitern möchte, braucht man eben nichts von den anderen Sachen. Aber guckt euch das an. Ich meine, ich habe das schon hochgezogen. Und zwar hauptsächlich hier durch die 6 Plätze. Aber ich bin hier auch schon bei plus 35. Ja? Aber da brauchst du jetzt 13 mal das, 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 bis du es zusammenkriegst. Das sind alles Plätze, die in der Scheune auch wieder wegfallen. Ja? Deswegen verticke ich die Dinge im Moment, ich brauche es einfach nicht. Ich habe da einfach keinen Spaß dran. Ja. Muss aber jeder für sich selber entscheiden, natürlich. Ja. Auch diesen Zug, ich würde den. Ja, ja, also fährst jetzt hier hin, nimmst die mit. Ja, da. Kleine Besuche so abholen, ja, bla bla bla. Ja. So, hier kommt der Zug daher. Nimmt ihr mit? So, das, ja, das ist, ja, wie gesagt. Mir reichen die Stadtbesucher, die hier drin sind, eigentlich völlig aus. Man muss die auch zufriedenstellen, ja, und die haben manchmal Ansprüche. Also ich meine, das ist ja echt geschenkt, ja. Ich hab's halt nicht, ja. Aber das ist geschenkt, das kostet kaum Geld, das kostet keine Zeit. Aber manchmal haben die auch Ansprüche, da wollen die so ein blödes Kissen haben oder wollen irgendwie einen Diamantring haben oder so eine Kette haben, dann bist du schon ganz schön, ja, dann überlegst du dreimal, ob du nicht nach Hause schickst, ja. Wenn man jemand guckt, ich habe ja gerade von so einem Kissen geredet. Du brauchst für das Kissen, ja, dreimal die Entenfedern, das ist schon mal sehr viel. Und dann brauchst du ein blödes Kissen noch 3 Stunden. Da kannst du schon sagen, nee, das mache ich nicht. Da hab ich persönlich auch keinen Nerv zu. Ja. Ist nichts, ist nicht meine Welt. Ach so, jetzt kann ich mal gucken, wenn du mich besucht hast, hast du ja vielleicht auch irgendwas hier gemacht. Guck mal da. Da ist die Sophie. So, jetzt kriegst du so einen Dankesbrief.
Ach, guck an, der Sarah hieß auch wieder da. Naja, gut. Aber nicht hier im Chat, ne? Ja, und da hast du halt den Vorteil, dass. Ah, guck, da kriegst du noch was. Dankeschön, auf jeden Fall. Und irgendwann kannst du diese komischen, wenn du da genug hast, kannst du diese Pakete bestellen. Das macht auch manchmal Sinn. Also den Blumenladen, ich würde ihn nicht kaufen. Der kostet ein Schweinegeld, ich würde ihn nicht kaufen. So, können wir mal die Scheune mal ein bisschen leeren, indem wir hier nochmal hier die ganzen weißen Zucker runterschaffen. Der läuft. Guck mal, wir können noch eine Halskette machen. Nehmen wir ein paar Halsketten am Start. Achtmal, neunmal Mütze. Nee, für die Nacht ist auf jeden Fall hier der Schal cool. Der Schal wird oft abgerufen in der Stadt. Ja, und deswegen baue ich den auch. Hier mache ich irgendwas über Nacht. Hauptsache, es läuft weiter. So, nur mal gucken hier, was wir hier haben. Sechsmal. Muss auch mal gucken. Ach, geht doch nicht hin. So, viermal Fischsuppe. Naja, das ist echt wenig Fischsuppe. Ja. 3 Stunden natürlich auch mega schön für die Nacht. Jetzt haben wir 9 Stunden, da bin ich also lange wieder wach. Ja. Ja. Und das wird natürlich auch noch irgendwie zu basteln nachher. Also wichtig ist auch, um effektiv zu spielen, dass man nachts die Vorbereitung macht für gewisse Dinge. So, jetzt habe ich hier 5, das kann auch laufen. Ja. Aber ich habe hier ja, Honig auch. So, am Grill würde ich jetzt normalerweise, weil das auch oft verlangt wird, hier Hummerspieß machen. Ich habe ihn eh nur noch einmal. Also ich werde ihn nachher nochmal dazu klicken. Ne? Ja, wie gesagt, das ist alles, ist aber alles so eine Geschmackssache, wie man vorwärts kommt. Und das nervt mich halt hier immer wahnsinnig, weil du kriegst hier eigentlich, ich kaufe jetzt einfach mal Indigo, weil ich keinen mehr habe, ja. Aber ich hätte natürlich lieber ganz andere Dinge zu kaufen. So, was mir, ach so, was mir auch oft um die Ohren geflogen ist, wenn man hier drauf guckt, sieht man Anzahl der Beobachter gefällt mir Angaben. So. Wo ist denn das jetzt gewesen? Also, ich muss das schon bei mir machen, sonst wird das nichts. So. Nein, der Lieferung, das interessiert mich eigentlich wenig. So, hier. Tägliches Kauflimit für Erweiterung. Besserungsmaterialien 80. Ja, ich habe 19 Mal heute was gekauft. Wenn du da auf über die 80 kommst, kannst du es einfach nicht mehr kaufen und das ist sehr ärgerlich. Gerade wenn du Kumpels hast, die dir irgendwas zur Verfügung stellen, dann ist das bescheiden. Ist mir schon passiert, aber gestern oder vorgestern hatte ich die Situation, dass ich dann 80 zu 89 hatte. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber soll mir recht sein. Ja. So, jetzt. Wie gesagt, wir sind ja in der Nachtvorbereitung. Jetzt müsste man eigentlich gucken, dass man hier ja, die Kekse herstellt. Blöde ist nur, ich habe keinen braunen Zucker mehr. Ja, braunen Zucker kann ich auch nicht mehr basteln, weil ich ja die ganze Zeug hier mit dem Sirup voll habe, weil wegen der Nacht. So, also das ist auch alles, das lohnt sich nicht. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die nur in 15 Minuten abgewickelt werden oder drunter. Ja, also ja, jetzt kann ich gucken, was ich bastel. Also 38 Minuten, 38 Minuten, 5. Also das wird auf jeden Fall nicht für die Nacht reichen. Das ist einfach Fakt. Ja, habe ich einfach selber verkackt. Ist aber auch kein Drama. Ich werde es überleben. Also sowas kann man auch ein bisschen besser durchplanen und dann ist einem auch schon geholfen. Ja. So, jetzt kann man hier mal gucken. Wir haben jetzt hier auch noch Speck. So, können wir auch die Viecher noch abziehen. Jetzt habe ich aber extrem viel Speck. Also das Speck kann ich jetzt, beim besten Willen kann ich das Speck nicht mehr. Ja, so viel Speck wie ich habe, kann ich einfach nicht verarbeiten. Das funktioniert nicht. Ja. Einmal, wie viel habe ich? Kein Speck mehr, aber die ein paar sind gefressen. Komm, wir probieren das mal mit zweimal noch. So.
Die schlafen auch noch. Vielleicht hätte ich eher mal Kuhfutter machen sollen. Gut, machen wir auch mal Kuhfutter. So, Kuhfutter brauchen wir 15 Mal. Also machen wir hier dreimal. Und hier drüben machen wir zweimal. Was man auch auf jeden Fall machen sollte, immer gucken, was der Kreg im Angebot hat. Und beim Kreg kann man eigentlich immer alles kaufen. Das ist auf jeden Fall deutlich billiger, als wenn man es woanders kauft. Ja, hier bei einem Kollegen hier. Das kann man einfach blind durchklicken. Ja. Das ist billiger, kriegst du es nicht. Also billiger kriegst du es eigentlich in der Regel nicht. Nur leider ist er nicht oft genug, ja, macht den anderen am Tag einmal. So, wie gesagt, von diesen Fratzen halte ich gar nichts. Zum Glück habe ich das nicht. Da halte ich einfach auch nichts von. Ganz bestimmt kriegst du keine Erdbeeren, die musst du heute Nacht eh noch pflanzen. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, zufällig, der Kerzenmacher. Ich bräuchte Himbeeren, aber ich habe davon eigentlich nichts. Ich habe keine von diesen Kerzen. Null. Habe ich auch noch nie irgendwie gebraucht, meine ich. So, ist das weg? So, weg heißt gleich neu. Weg ist bei mir immer gleich neu. So, weg ist gleich neu, habe ich gesagt. Und jetzt habe ich gesagt Kerzen. Also, da haben wir 6 Stück und von denen hatte ich bis jetzt überhaupt noch keine gebraucht. Aber Erdbeeren. Man weiß halt leider im Vorfeld nicht, wie viel man braucht. Ja. Und Kirschsaft, aber der Kirschsaft müsste reichen und der Sirup morgen früh müsste auch reichen. So, hier meine Lieblingsbeschäftigung: Sojabohnen. So, gibt's einen Bonus, gab es jetzt einen Holzhammer. Ja, ich hätte lieber was anderes gehabt, aber man kann es sich halt nicht aussuchen. So, und da ich jetzt eh bald ins Bett verschwinden möchte, plane ich schon mal hier einfach mal an die Tomaten, brauche ich eigentlich nicht so viele. Ich bin da eher bei Erdbeeren, weil die sind ja morgen fürs Schiff und Leute, die dauern 8 Stunden. Ne? Die dauern 7 Stunden 59. Also, das ist schon lange. Die kann man eigentlich tagsüber nicht, kann man die eigentlich nicht bauen, oder produzieren. Das kann man einfach nicht machen. Das macht keinen Sinn. Also Erdbeeren immer nachts. Kartoffeln 3:40 Uhr kann man auch mal am Tag machen, würde ich aber natürlich auch probieren zu verhindern, ja. Manchmal ist es auch besser, die Sachen einfach zu kaufen, weil ihr seht ja, die Sojabohnen, die sind in 20 Minuten fertig, ja, und die bringen in der Regel immer 108 und man wird sie in der Regel relativ schnell los. Ja. Also man wird sie schnell los, hat was fürs Bonus gemacht oder eine Option für den Bonus zumindest gesetzt. Man bekommt 108, was ich jetzt angemessen finde und kann sich dafür zum Beispiel für 5 Mal Sojabohne, die dann halt so 20 Minuten dauern, ja, kriege ich halt im Prinzip ja, die Erdbeeren. Gut, ich muss jetzt natürlich eigentlich die mal 5 rechnen, aber das sind dann immer noch weniger als 8 Stunden. So. Ja, guck, hier kriegst du Erdbeeren für 504. Das sind 5 Ball Chili-Bohnen. Ja, das Sojabohnen, das passt. Ja, das ist. Ich bräuchte Chili-Bohnen. Oder Chili, das sind gar keine Chili-Bohnen. Also das Feld ist jetzt die nächsten Stunden ausgelastet. Das ist durch, das ist erledigt. Ja, da braucht man auch, glaube ich, nichts zu machen, weil das sind 1 Stunde 27. Ja, gut. Ja. Das wird noch oben drauf, dann ist es auch bis garantiert, bis ich ausgeschlafen habe, ist es durch. Also das ist auf jeden Fall hier auch, das ist durch. Wie gesagt, hier kann ich leider nichts machen. Habe ich das vergessen? Das ist natürlich dämlich. Man soll die schon inserieren, da hast du völlig recht.
So, da hast du völlig recht. Und sonst stehen die auch morgen noch. Also, das ist Blödsinn. Ja, also, das macht man schon in die Zeitung. Das ist definitiv richtig. Ja, wenn jetzt einer, der sein Hirn anstrengt und mitmacht, das ist sehr gut. Ja, gut. Ich sage ja, ich gehe auch gleich nochmal in den Kühlschrank. Und dann bin gleich wieder da. Der Kühlschrank steht hier um die Ecke. Das ist sehr praktisch. Aber der Fleischöffner ist nicht hier. Ach, weißt du, das ist immer den Meter. Da fahren wir den Meter. Meter ist auch gut. So. Ja, das ist so. Bin gleich wieder da für euch. Sehen tut er mich, hören tut er mich auch. So, ich könnte wetten, dass die Sojabohnen schon fast weg sind. So, und Kaffee ist natürlich super. Also Kaffee, wenn man die ganzen Zutaten so hat, erstmal dauert er nur 5 Minuten. Das ist total lächerlich, ja. Okay. Ich muss mal gucken, aber hier, da sollte man heute Nacht natürlich irgendwas nochmal nachziehen. So, guck mal da. Die sind schon wieder alle weg. Guck dir das an. Ja. Die sind so schnell weg. Also das lohnt sich so sehr, finde ich. So, jetzt haben wir auch, ich habe auch gesagt, Kaffee. Guck mal, wir haben hier 12 mal Kaffee. Da kriegen wir 2.484 für. Also das ist schon jetzt nicht ganz schlecht, ne? Ah, nicht ganz schlecht, 2000. Also, das ist schon so. Jetzt habe ich gesagt, ich brauche wieder. Also, da habe ich schon ein paar, habe ich schon relativ viele gepflanzt. Aber kann ich die schon mal, die kann ich in die Tonne treten. Ja, das ist, ja, ist halt so. So, kann ich jetzt auch noch in die Tonne treten? Na wunderbar. Jetzt gehen die Äxte aber voll drauf. Alter Vater. Ja, also. Sind aber schon echt viele Äxte gerade runtergegangen, muss man sagen. Ne? So, wir müssen natürlich nachziehen. Kommen, dann brauchen wir 10 Stück. Natürlich auch teuer gewesen. Ja? Also sind auch wieder 3.500 Gold oder was weg gewesen. Ja, aber Gott ist, wie es ist. Jetzt können wir nämlich hier hingehen und können. Ich meine, das ist halt schwierig, weil hier für die Nacht eigentlich keine Chance. Ja, das ist 25 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 15 Minuten. Das kann ich noch nicht. Ja, 25 Minuten. Also, und jetzt siehst 30 Minuten, das ist egal, da kann ich auch das Ding erweitern, das funktioniert einfach nicht. Ja. So, Kaffee ist natürlich noch nicht weg. Mal gucken, was wir noch verticken können. Ja, okay, wir haben einfach zu viel Speck. Das kriege ich nie los. Ja, das ist macht nur die Scheune voll. Können wir direkt mit weghauen. Das mit dem Hummern ist halt so ein Problem. Das ist eigentlich auch zu viel. Aber das ist halt, ja, manchmal kriegst halt nicht genug. Ja, hier können wir mal gucken, ob wir noch so einen Blumenstrauß da irgendwie abfangen können. Wie gesagt, ich sag ja, ich mag das nicht. Kannst eigentlich dann froh sein, wenn du das ab und zu mal verkauft hast, ja. Ja, das, also Blumenstrauß ist nicht meine Welt, ja. Das wird nichts. Aber unsere Scheunenkapazität geht tatsächlich ein bisschen runter, ja, und ja. Das Eis geht auch wie die Sau weg, das ist auch krass, ja. Ja, das können wir schon wieder inserieren. Nee, ja, 44 Sekunden können wir inserieren, wie schön. Ja, dann hauen wir den Kaffee da weg und gucken wir mal, ob wir es reinkriegen. Ich meine, so ein Blumenstrauß, das klingt erstmal verlockend, ne? Also wir reden hier über 10 Mal 2088, das ist schon, klingt viel, aber du verkaufst ihn nicht so oft. Bei mir ist aber auch das Problem Erdbeeren zum Beispiel. Habe ich auch versucht zu verkaufen. Ja, da ist. Bei mir funktioniert das nicht so richtig. So, Schmelzofen. Gucken wir uns den Schmelzofen mal an.
Weil das muss man sich einfach überlegen, ob man den braucht. Ja? Ich habe mittlerweile ja alle 5 Schmelzöfen, die es gibt. Also mehr kannst du auch nicht bauen. Ja? 1, 2, 3, 4, 5 Schmelzöfen kannst du bauen. Und ich habe die jetzt mit dreimal, wie heißt das, Lager oder wie auch immer, ja, ausgebaut. So. Aber wenn man überlegt, jetzt gucken wir mal hier rein. Platinbarren braucht 13 Stunden 36 mittlerweile, ja, weil die Öfen alle ausgebaut sind jetzt, ja. So, der Silberbarren braucht 6 Stunden 48. Ja, da ist ja halt die Frage, rechnet sich das? Also, genau, Kaffee ins Remetz. Aber das ist die Frage wirklich, ob sich das rechnet. Mal so viel Geld verdient man damit auch jetzt nicht mit den, ja. So, Kaffee hast aber, da hast du aber auch die Zeit gestoppt, ne? Da bist du aber auch pingelig, ne? Stimmt, irgendwie Stopp oder vor 44 Sekunden, jetzt Kaffee ins Remetz. Also ich wüsste nicht, ob ich den nochmal bauen würde, muss ich ehrlich sagen. Man braucht sie früher oder später schon, aber man müllt sich halt auch die Scheune zu, weil du schmeißt ja das TNT raus. Aber man kriegt halt auch bei der, also hier kriegt man, habt ihr gesehen, eben gab es einen Diamant dabei. Ein Diamant ist wohl selten, gibt es aber mal. Von daher gesehen, man kann ja die Mine trotzdem haben, man braucht keinen Schmelzofen. Ja? So, und hier mache ich aber immer Kohle rein. Ah, da ist sie ja wieder, die Sophie. Also hier können wir nichts mehr machen. Ich habe das so ein bisschen so aufgebaut. Hier immer nur Gold drin. Ja. Außer es geht mal ganz schief. Ja. Hier ist hier Platin. Da seht ihr da 13 Stunden. Da kann man ja ausrechnen, wie lange das dauert, bis da was rauskommt. Wie man das hier aufteilt, ist eigentlich wurscht. Ja. So, hier kann man hier alles voll machen. 5 Stunden 57, ne? Jo. Also in 15 Stunden ist der ganze Schmodder wieder frei. Also das. Ja, wie gesagt, da muss man wissen, ob man das möchte, selber möchte. Ich bin ja echt skeptisch. Weil das dauert ja auch nochmal 3 Stunden, bis so eine Halskette fertig ist, ja? Dann brauchst du immer. Bei der Halskette Platin und Silber. Also Silber brauchst du am allermeisten. Ja, und naja, gut. Findest du aber nicht. Manchmal kann man es auch besser kaufen. Im Shop, das geht auch manchmal. Also, oder zumindest mal das Silbererz kaufen. Also das ist schon so eine Sache, wo man sagen muss, da muss man ein bisschen abwiegen. Ja. So, hat sich wieder gelohnt. Also der Kaffee ist weg. Macht richtig Kohle. 2008. 400, das ist geil. Und die 504 für das Speck ist auch cool. Also, ja, also man kann auch so Geld verdienen. Und dann müsst ihr euch mal überlegen, jetzt mal von der voller Logik her. Jetzt gucken wir uns mal so einen Burger an. So einen Hamburger. Ein Hamburger braucht zweimal Brot und zweimal Speck. So, und braucht dann noch 1 Stunde 42, bei euch wahrscheinlich länger, weil mein Grill schon sehr lange läuft und voll ausgebaut ist, ja. Also reden wir mal über zweimal Brot und zweimal Speck. So, kommen wir mal hier rein. Ja, kommen wir hier. Nehmen wir mal Brot. Nehmen wir mal zwei beim Brot. Und setzen das mal hoch. Sind wir bei 43. Ja, 43 für Brot. So, nehmen wir mal das Speck. So, da sind wir bei 142. Also wir haben hier zweimal Speck. 142, ja, brauchen wir für einen Hamburger. 142. So, nehmen wir mal so einen Hamburger. Irgendwo haben wir so einen Drecks-Hamburger, müssen wir irgendwo haben. Hier ist so ein Hamburger. So, wir wollen aber nur einen haben. Und wir kriegen für den Hamburger 180. Das heißt, wir grillen das Ding ungefähr 2 Stunden und kriegen dann 43 Gold mehr.
Ja, da muss man sich überlegen, ob das die Sache wert ist. Und da gibt es ganz viele Rechenbeispiele bei den Spielen. Da muss man sich überlegen, ob das einfach wert ist. Ja, es hilft halt natürlich nichts, wenn du das hier in der Stadt zum Beispiel brauchst. Wenn du das einfach brauchst und der will Hamburger haben, dann will der einen Hamburger haben. Ja, da musst du machen. Aber zum reinen Verkauf kommt es auf die 40 an, Fragezeichen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das darauf ankommt. Also, So, was will der Kollege hier? Ja, ich habe keinen braunen Zucker, dann kriegst du auch heute nicht mehr. Da sind wir leider durch. Ja. Also mit der Stadt sind wir eigentlich für heute durch. Da brauchen wir auch nicht mehr drüber nachzudenken. Die Stadt sind wir durch, wir haben eh nichts mehr. Ja. So, die ist jetzt, geht nicht kostenlos auf, die nächste geht dann morgen wieder kostenlos. Also hier hat man immer eine kostenlose, eine nicht kostenlose, das ist im Wechsel. Ja, die Stadt, ja, auch Stadt bauen, ja, auch die Gebäude bauen, auch die Gebäude hier hochleveln auf 6 Plätze. Aber hier hochleveln auf Experience Point und Ruf. Naja, also wenn du es irgendwo herkriegst, günstig Geld, dann kannst du es machen. Aber ich persönlich, ja, ich stelle das jetzt ein, weil ich habe echt keinen Bock, hier 13 Mal die Sachen zu suchen und zu finden. Ja. Und das müllt dir einfach auch die Scheune zu. Das ist einfach so. Deswegen bin ich davon erstmal weg und abgekommen. Und sobald ich sowas bekomme, verticke ich es und nehme die Kohle mit. Mit der Hoffnung, Sachen für Scheune und für Silo zu kriegen. Wenn der Silo in 100 Jahren mal ausgebaut ist, irgendwann gibt es ja ein Ende. Ich glaube, das Ende ist, glaube ich, irgendwie 6.000. Also eine Scheunenkapazität von 6.000 ist, glaube ich, das Ende. Ja, müssen wir mal googeln, aber so, also wir haben noch Luft nach oben. Und solange ist das hier ganz klar die Priorität, die Dinger auszubauen und nicht in der Stadt rumzumachen. Ja. Ja, 10 Mark, Klebeband. Wolltest du Klebeband haben? Ich habe gerade Klebeband gekauft. Willst du Klebeband? Ich könnte ja Klebeband verkaufen. Hab ich gerade viel gekauft. Also das machen wir bei uns natürlich auch so in der Gemeinschaft. Man kauft das und verkauft es dann wieder. Ja. Und das klappt eigentlich ganz gut. Man ist ja froh, wenn man überhaupt mal was kriegt. Ja, also so der Handbohrer hier. Ja, ich würde den jetzt nicht kaufen wollen. Ja, aber hier zum Beispiel Bretter. Bretter kaufe ich auf jeden Fall. Schindeln brauche ich nicht, haben wir mehr als genug in der Gemeinschaft. Aber Bretter kaufe ich. Oh, Bolzen. Bolzen brauche ich auch. Bolzen ist wichtig. Mal gucken, was hier noch kommt. Das ist auch gerade ein schönes Beispiel. Manchmal lohnt es sich auch zu warten, bis einer was reinlädt. Ja. Guck mal, da hat noch was reingelegt. Ja, das brauche ich jetzt nicht gerade. Ja, kannst du gleich haben. Brauchst du auch Schindeln? Dann kann ich auch mal Schindeln gleich mitbringen. Komm, ich kaufe auch Schindeln. Die kann ich auch bei uns verticken. So ist es nicht. Die kann man schon verteilen. Meine Scheune ist ja leer und die Kohle kriege ich immer. Die zahlen auch freiwillig immer. Ich auch. Ich weiß ja, ich bin auch dankbar, wenn ich was kriege. Manche Leute schenken mir was, da sage ich immer, nee, ihr braucht mir nichts zu schenken. Ja, ich kaufe das gerne, ich kaufe euch das gerne für den Vollpreis ab. Hauptsache, ich krieg's überhaupt. So, dann kannst du gleich mal antraben. Kannst eigentlich schon mal in meinen Shop gehen. Dann setzt ihr das mich gerade da rein. Was wolltest du? Klebeband wolltest du, gell? Aber du brauchst ja nur zwei, hast du gesagt. Ja, komm, hier 150, bist du da? Wenn du da bist, schreib kurz. So hilft man sich und so hilft man sich auch in der Gemeinschaft und das ist gut. So muss das sein. Und du siehst ja, Klebeband habe ich auch mehr als genug. Ja. Und Klebeband geht bei uns auch komischerweise nicht aus. Also Klebeband haben wir immer. Bis dann, gut. Sehr schön, bitteschön. So. Ups, nur verloren, ja. Und was ist da? So lange kann ich. Ach, ich hätte besser den braunen Zucker reingemacht. Egal, ist durch. Ja.
Und das ist halt das Tolle, wenn du hier dann bist, dann kannst du hier drum bitten, dann gibt es auch umsonst, ja. Und ja, das hatte ich schon gegeben, ne? Ach komm, da ist der. So. Also Gemeinschaft wird auf jeden Fall beitreten, das ist keine Frage. Ja, wird auf jeden Fall machen. Auch guck mal dabei. Oh, da sind immer ganz schön viele im Derby drin. Oh. Also wir kennen uns nicht alle untereinander, ja, aber so, was haben wir jetzt? Ja, ich weiß, also ich habe auch eine Lilie, habe ich auch schon gepflanzt, aber ich weiß nicht, für was man sie benutzen kann. Man könnte jetzt googeln, ne? Der Herr Kruh war auch schon lange nicht mehr da. So, das warten wir auf jeden Fall noch. Ach, in 2 Minuten ist fertig und dann machen wir die Nachtvorbereitung und dann werde ich mich auch langsam mal von dannen machen. Ja, ist ja dann auch schon ganz schön spät. Ich muss morgen relativ früh raus. Die Tochter hat Geburtstag. Und da muss ich dann mal vorbeifahren, ne? Ja, also falls du es siehst, ich habe immer nur noch 2 Hühnerställe. Ja, normalerweise, ich könnte auch 3 haben, aber das habe ich mich eigentlich nie drum bemüht, weil bis jetzt waren die Eier immer ausreichend verfügbar, sage ich mal so rum. Ja. So, jetzt kann man überlegen, was baut man über Nacht. Ich wollte das hier, weil das wird immer in der Stadt sehr oft gebraucht. Ja, also der Hummerspieß macht durchaus Sinn, den mal zu machen. Ich glaube nicht, dass ich gerade angeln noch kann. Ich glaube, das müsste von der Zeit, was ich aber machen kann. Hier Angelhaken ist halt wichtig, dass man die immer mal. Das war grün, ich wollte. Na egal, wurscht, egal. So, und das ist prima gelaufen. Das erlebe ich eh nicht mehr. Also das hier erlebe ich eh nicht mehr, dass die heute fertig werden, dann bin ich eh im Bett. Und bis ich morgen aufwache, sind dann wahrscheinlich hier auch die 4 Hummerfallen fertig. Ja. So, die Ente ist durch. Ich hätte natürlich vielleicht auch eine Ente hier reinsetzen sollen. Ne? Das hätte Sinn gemacht. Ja, also egal. Aber da, die eine Ent ob sich der Entensalon rechnet, weiß ich nicht. Was halt auch krass ist, ist hier, wie kann man ausweiten? Ne? Also man kann jetzt den immer weiter hochsetzen, den Hummerpool. Er würde jetzt 80.000 fast kosten, dass ein weiterer Hummer da reinpasst. Das macht aber gefühlt erstmal keinen Sinn, solange man hier irgendwie nicht genug, ja, Angelplätze hat. Ja. Ich weiß gar nicht, wo. Ja. Also mir fehlt das auf jeden Fall. Also das macht keinen Sinn, den größer zu machen. Also so sehe ich das zumindest, ja. Es macht einfach keinen Sinn. Das Wege mache ich das persönlich nicht. Da kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht, aber ich mache es nicht. Weil 80.000, das selbst die 4 waren schon zu viel im Prinzip. So, mal hier mit dem lilanen Haken. Das kann ich euch auch nochmal erklären oder zeigen, gerade was es damit auf sich hat. Gerade die Leute, die noch keine, die Angelstelle noch nicht haben. Ja. Also, es gibt auch Fische, die nerven ein wenig, ja. So, hier, man kriegt ja hier dieses Angelbuch. Und mit dem normalen Köder, ja, kannst du hier fangen. Und dass du da auch mal fängst, den Saugköder,
Karpfen im Prinzip, bekommst du dann, je nachdem, ich glaube, ein, zwei, drei, vier Diamanten, wenn es voll ist. Von daher gesehen, ich müsste jetzt hier mit dem Grün noch ein Rotauge fangen. Ich habe es irgendwie noch nicht hinbekommen, ein Rotauge zu erwischen. Ja? So, das ist fertig. Hier, mir fehlt wahrscheinlich einfach der Angelplatz, um das hier zu bekommen. Also hier mit diesen drei Fragezeichen. Da fehlt mir einfach wahrscheinlich der Angelplatz, wo dieser Fisch da auch immer rauskommt. Der Flussbarsch, da bin ich schon durch. Ja. Der Döbel, ja. Den müsste ich halt mit dem blauen Haken irgendwie fangen. Aber da muss halt auch gucken, wo kommt der Döbel denn raus. Ja. Lila ist der Regenbogenfisch. Ja. Und ja, auf jeden Fall, wenn du die voll kriegst, kriegst du immer schön Diamanten. Und zwar. Hier, guck mal, jetzt ist hier gerade, ich habe einen Schattenbarsch irgendwann gefangen, und zwar mit dem Grün oder mit dem Lila, das weiß ich nicht, ja. Auf jeden Fall ist die Reihe jetzt voll und scheinbar war es hier der dritte Fisch, also vom Gewicht her. So, da kriege ich drei Diamanten dafür. Das ist schon recht viel. Also deswegen darf man es vielleicht nicht so verteufeln. Also ich habe es am Anfang echt verteufelt, ja, das ist alles Kacke, ja. Nee, das hier nochmal Forellenbarsch, es gibt sogar die vier, also pass hin, ein Diamant für den ersten, zwei Diamanten für den zweiten, drei Diamanten für den vier. Also es lohnt sich schon. Es lohnt sich und man muss halt auch gucken, welchen Angelhaken brauche ich. Ja, also ich bräuchte den noch, ich brauche den noch, den lilanen und den blauen, ja, und muss dann halt hoffen, dass ich genau diesen Fisch auch erwische. Ja, so, ich baue die Haken natürlich gerade, also nachts baue ich gerade mal hier diese normalen roten Köder. Ja. Jetzt kann ich auch mal ein paar blaue bauen, weil ich jetzt einfach diese blauen Marken da habe. Ja, der lila Köder, also, muss man einfach gucken. Also hier goldene Köder habe ich überhaupt keine Möglichkeit. Ja, das habe ich 0 und habe gerade mal 16. Ja, muss man halt wissen, ob man das macht, ja, aber. So, hier können wir ja mal gucken. Ich nehme jetzt dann auch die Lilanen hier für die Aktion. Ja, und so. Also es lohnt sich. Also es lohnt sich wirklich. Ich habe es am Anfang verflucht und wollte gar nicht mehr. Ich wollte das Spiel nicht mehr spielen deswegen. Und habe meine Tochter, die ist heute Morgen 14 wird, mir erklärt, Papa, das macht Sinn. Dann habe ich gesagt, okay, dann erklär mir das. Dann hat sie mir das erklärt. Dann habe ich gesagt, okay. Ja, also ich konnte auch von meinem Kind schon lernen. Wobei die total sauer auf mich ist, weil, ja, sie war, wie bei Clash Royale, hat sie mich durch das Spiel gebracht und war dann relativ schnell hinten dran, weil der Papa dann auch intensiv spielt. Da war sie ein bisschen sauer und jetzt, ja, ich bin also wesentlich weiter als sie. Sagen wir es mal so rum. Und sie verliert dann auch irgendwie die Lust. Aber ich bin dann halt auch konsequent, ne? Also wenn ich so ein Spiel anfange, dann zocke ich das halt auch. Ihr merkt es gerade, dass ich es zocke. Ja, gut, jetzt sind wir hier durch. Braucht auch nicht da rumzufahren. Ja, so, raus. 23:57 Uhr. Naja, das trinken wir noch das Bierchen aus und dann gehen wir halt auch in die Pofe. Also, was mich echt gewundert hat, heute Abend, Leute, es waren, glaube ich, 5 neue Follower oder 6. Ja, das ist für mich sehr viel. Also, da hätte ich nie mehr gerechnet. Das ist. Das hat sich also auf jeden Fall für mich voll gelohnt, weil ich freue mich darüber, ja, wenn man einen Follower kriegt. Also das ist einfach schön. Das ist ein Gefühl, dass man das nicht, ja, dass mich der totale Volldepp ist oder Vollpfosten, wie auch immer. So, ich mache jetzt hier die gute Nachtvorbereitung schon, obwohl bis ich im Bett bin, da gehen eh nochmal 20 Minuten rum, weil ich muss ja auch nochmal schnell bei der Zahnbürste vorbeispringen. Das sollte man ja abends schon mal machen, ne? Ich weiß, es macht gerade nicht jeder, aber ich mache das schon. In dem Alter ist es ja auch wichtig, die Zahnbürste zu benutzen. Sonst braucht man sie bald nicht mehr. Ja, ich werde auch gleich ins Bett gehen, aber ja, das kann ich dir nicht sagen. Ja, nächste Woche ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht am Montag, weil das ist eigentlich so mein Hades-Stream. Morgen bin ich halt bei meiner Tochter auf dem Geburtstag. Und wenn ich nach Hause komme, bin ich bestimmt allerbester Laune. Und werde wohl kein Stream mehr machen können. Das wäre dann sehr undeutlich, wäre genuschelt. Normalerweise wäre es der Montag, aber da muss ich erst eine Hausbesichtigung machen. Ich habe wohl Urlaub, dann muss ich die
Ja, ihr glaubt es nicht, aber ich hole die Ex echt noch vom Bahnhof ab. Ja, die wohnt halt hier und naja. Ja, ich hole sie nochmal ab. Mal gucken, was sie dann für nachts für Ide oder abends für Ideen hat. Und am Dienstag habe ich selber Geburtstag. Also das wird, ja, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht mache ich morgens ganz früh am Dienstagmorgen einen Heyday-Stream. Vielleicht packe ich auch morgen früh noch was rein, weil ich bin, ja, wir haben hier die Flieger und wenn die hier übers Haus fliegen, ja, der erste fliegt um 5 und dann bin ich spätestens um 6 wach, weil den höre ich dann auf jeden Fall. Also ich kann auch dann nicht morgen früh was machen, ja. Also, aber schön, dass es euch gefallen hat. Freue ich mich total drüber und ja, würde mich auch freuen, wenn ich den einen oder anderen wiedersehe. Oder die ein oder andere. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch, dass so viel Resonanz heute war. Also viele neue Follower. Für mich ist das echt viel. Ja. Also, dann wünsche ich allen einen Restsamstag. Bleibt nicht mehr viel übrig. Es ist noch genau eine Minute. Also, einen guten Start in den Sonntag. Und ich würde mich freuen, wenn man sich wieder sieht. Bleibt gesund. Und ich klinke mich dann jetzt hier auch aus und bedanke mich. Macht's gut. Gute Nacht.